Zürich. Sind die Sorgen beim Thema Sicherheit im Cloud Computing berechtigt? Also welche Bedrohungsszenarien sehen Sie ganz speziell? Also die sind auf jeden Fall berechtigt. Alles, was wir aus der alten Welt, möchte ich es mal in physikalischen Umgebung kennen, an Bedrohungsszenarien, haben wir auch genauso in den Cloud Computing virtualisierten Umgebungen und darüber hinaus noch ein paar Themen mehr. Durch die hohe Flexibilität, durch das Ablagern von Informationen, die ich als Unternehmen vielleicht in eine Cloud reingeben möchte, muss ich natürlich schauen, dass meine Informationen so integre bleiben, dass sie nicht verändert werden, und ich muss halt auch schauen, dass sie nicht nach rechts und links abfließen. Können sich Private Cloud User tatsächlich sicher fühlen? Ja, sicher fühlen kann man sich nicht. Das kann man nicht so sagen. Die Motivation, warum viele sagen, geh doch in die Private Cloud, ist einfach die, das große Thema ist dort Mandantentrennung. Wenn ich in eine Private Cloud mich bewege, habe ich vielleicht mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was passiert dort rechts und links. Wenn ich mich in eine Public Cloud bewege, weiß ich nicht, wer ist denn überhaupt noch da mit drinne in dieser Cloud. Ich nehme eine Kreditkarte, ich kaufe mich da drinne ein und dann befinde ich mich ja schon mal in der Wolke. Und von diesem Sprungbrett könnte ich natürlich anfangen zu versuchen, Informationen zu gewinnen. Wenn ich mich in einer Private Cloud bewege, habe ich natürlich mehr Übersicht von dem, was da tatsächlich drinne stattfindet, und weiß auch gezielter, wer befindet sich eigentlich in dieser Private Cloud, und kann dort dann auch gezieltere Sicherheitsmaßnahmen, die meinen Anforderungen entsprechen, umsetzen. Was tun Sie jetzt als Anbieter von gehosteten Security Services, damit Ihre Daten wirklich hundertprozentig sicher sind? Was macht man da jetzt? Kann man da einfach einen Deckel draufsetzen? Nee, das kann man leider nicht. Es gibt immer zwei Welten gibt es dort. Es gibt welche, die ignorieren es, das nenne ich immer sehr fahrlässig. Die nutzen Public Cloud, weil es auch vom Invest her und von der Budgetierung sehr interessant ist und sehr flexibel ist, und überlegen sich gar nicht, welche Daten da drin liegen. Dann gibt es die andere Welt, das sind die Paranoiden, die sagen, ich bleibe auf der physikalischen Ebene. Oder ich überlege mir, Virtualisierung zu machen, aber ich möchte dann für mich auch in diesem öffentlichen Bereich einen dedizierten Virtualisierungsserver haben, und die Wolke, die da hinten, die Cloud, die gebildet wird, ist auch nur meine Cloud und da darf kein anderer rein. Und dann muss man sich überlegen, habe ich die Flexibilität und rechnet sich das überhaupt wieder? Was wir machen im Virtualisierungsumfeld, wenn wir das als Beispiel aufgreifen, ja, alles, was Sie aus klassischen Sicherheitsmechanismen kennen, sind wir in der Lage, in virtuellen Umgebungen abzubilden. Und das können wir schon heute, und das machen wir auch agentless. Agentless bedeutet? Das bedeutet, wenn Sie virtuelle Maschinen haben, die Sie wie physikalische Maschinen sehen können, müsste ich ja, nehmen wir mal Virenschutz, habe ich ja normalerweise klassisch immer einen Agenten auf meinem System drauf, der für den Virenschutz zuständig ist. Davon lösen wir uns. Wir benutzen keine Agenten, sondern wir fassen die Endsysteme gar nicht an. Auf der anderen Seite, wir stellen auch Dienstleistungen zur Verfügung im Sinne eines SaaS-Dienstleistungs, Software as a Service, im Key-Management der Verschlüsselung. Und dort setzen wir natürlich schon unsere Technologien ein, um dementsprechend zu schützen. Und damit gewährleisten wir zu 100% Compliance-Sicherheit auf alle Informationen, die wir zur Verfügung stellen. Ein großes Trendthema ist ja Bring Your Own Device, sprich jeder bringt im Prinzip seine mobilen Endgeräte in die Firma. Damit können ja Cloud-Lösungen eben im Prinzip durch die Hintertür ins Unternehmen gelangen. Wie gefährlich ist das tatsächlich? Super gefährlich. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Security unterwegs, ja. Und wenn ich mal in die Vergangenheit reinschaue, saß ich mit Vorständen, Geschäftsführern zusammen und wir haben uns darüber diskutiert, es dürfen nur eigene Geräte benutzt werden, und die eigenen Geräte wurden gehärtet, damit man da ja nichts Privates drauf macht oder Einfallstore schafft. Jetzt auf einmal heißt es, bringt eure eigenen Systeme mit, eure Smartphones, eure iPhones, alles, was es da so gibt, und die dürft ihr benutzen. Die Herausforderung ist ja jetzt, die Technik ist so schnell gewachsen, dass der Prozess und die Unternehmen mit ihren Sicherheitsprozessen gar nicht hinterherkommen so richtig. Es gibt da zwei große Themen. Thema Nummer eins ist der Prozess für sich selber, nämlich zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn die Informationen, die mein Haus mit meinem Mitarbeiter verlassen, verloren gehen. Was darf er denn überhaupt an Applikationen aufladen? Wo darf er überhaupt abspeichern? Wie darf er mit Mail umgehen? Das muss ich erstmal auf Prozessebene und auf Policy, Regeln und Strategien und Kontrollmechanismen umsetzen. Und dann habe ich die zweite Baustelle, der zweite Punkt, und das ist nämlich, wie schütze ich denn überhaupt so ein System? Wir haben ein Produkt, das nennt sich SafeSync. Das ist verschlüsselt. Das hat alle Sicherheitsmechanismen, die dahinter sind. Und jetzt könnte der Unternehmer sagen, du kannst dein eigenes Device mitbringen, dein Smartphone oder was auch immer. Und wenn du auch Daten ablagern möchtest, musst du dieses bestimmte Produkt nutzen. Herzlichen Dank. Sehr gerne.